Hi Leute, ich war unterwegs mit Iglidu on Tour, aber die Tour ist leider jetzt vorbei. Das heißt, ich gebe euch heute eine kleine Zusammenfassung. Alles begann mit dem 30-jährigen Jubiläum von Iglidu. Wir entschieden uns, diesen kleinen Wagen mit 56 Iglidu Gleitlagern auszustatten und ihn einmal um die Welt und quer durch Europa zu schicken. Wir haben unsere Gleitlager in 9 verschiedenen Anwendungen verbaut. Verdeckkinematik, Startergenerator, Drosselklappe, Bremspedal, Handbremse, Schalthebel, Fensterheber, Scheibenwischer und die Sitzverstellung. Mit dieser Tour beweist der Igus nicht nur den weltweiten und vielseitigen Einsatz seiner Kunststoffgleitlager, sondern auch deren Leistungsfähigkeit. Für die Weltreise war Sascha der erste Tourbegleiter. Diese startete in Indien auf der Auto Expo in Neu-Delhi. Und von dort aus ging es runter bis nach Bangalore und das auf über 5000 Kilometer. Wir fuhren sogar quer durch die indische Wüste, das heißt, unser Auto wurde starker Hitze, Trockenheit und jeder Menge Sand ausgesetzt. Und zurück in den Städten war es eine Herausforderung, bei all diesen Rikschas durch die engen Gassen zu fahren. In den darauffolgenden Monaten reisten wir durch Asien, angefangen von Shanghai und den Shaolin in China. Weiter ging es nach Südkorea, wo wir mit unserem Iglidu-Auto eine traditionelle Zeremonie feierten. In Taiwan fuhren wir über Bergpässe und sogar durch die Wolken bis nach Japan, wo wir am Mount Fuji unsere Tour in Asien beendeten. Als nächstes stand Südamerika auf dem Plan, wo unser Kleinwagen Mutter Natur sehr, sehr nahe kam. Denn wir fuhren entlang von Strandpromenaden, Dschungeln und sogar Wasserfällen. Der letzte Halt auf unserer Weltreise war Nordamerika. Und um die Westküste der USA zu erreichen, fuhren wir von Alaska durch Kanada bis nach San Francisco. Und von dort aus einmal quer durch die USA bis nach New York an der Ostküste. Soweit so gut, aber die Tour ging weiter durch Europa. Ich habe also die letzten 6 Monate in dem Iglidu-Auto verbracht und als Tourbegleiter war es meine Aufgabe, euch über den Blog und Facebook auf dem Laufenden zu halten. Weiterhin wollte ich unbedingt die europäischen Unternehmen und Kulturen kennenlernen und glaubt mir, wir waren an unterschiedlichsten Orten. Fangen wir an mit Frankreich. In Nantes haben wir Le Machine de Lille besucht und auch den großen Elefanten gesehen. Dieser ist 12 Meter groß, voll mechanisch und sprüht sogar Wasser aus seinem Rüssel. Als sich das Jahr 2014 dem Ende neigte, befanden wir uns bereits in der Schweiz. Dort hatten wir eine Pressekonferenz auf dem Schilthorn, das ist so 3000 Meter hoch. Und wie kam unser Iglidu-Auto nach oben? Mit einem Helikopter. Anfang 2015 waren wir in Skandinavien und glaubt mir, wir hatten richtig viel Schnee. Dadurch konnten wir sogar unseren eigenen Schneemann bauen. Außerdem haben wir eine Elch- und Bison-Safari gemacht und die Tiere haben sogar in unserem Auto geknabbert. Unsere Reise führt uns auch durch die osteuropäischen Länder. In Tschechien fuhren wir ein Rennen gegen ein Formel-Student-Auto und dreimal könnt ihr raten, wer gewonnen hat. Unsere Reise führt uns auch nach Italien, wo wir einen Tag in Venedig verbrachten. Besonders schön fanden wir die Rialto-Brücke und den Piazza San Marco mit seiner Basilika. Das letzte Land auf unserer Reise war Portugal. Und die Hauptstadt Lissabon hatte so einige schöne Ecken. Da wäre zum Beispiel die Christusstatue oder die Brücke des 25. April. Oder natürlich auch das Monument, um das Zeitalter der Entdeckung zu ehren. Also wie ihr seht, waren wir an den unterschiedlichsten Orten. Aber natürlich haben wir auch jeden Tag unsere Kunden besucht. Die zeigten uns zum Beispiel Anwendungen mit unseren Produkten. Zum Beispiel Hafenkräne mit E-Ketten. Förderbänder mit Igo Ball.
Rollstühle mit unseren Igniedur-Leitlagern und Pick-and-Place-Maschinen für die Automobilindustrie. Natürlich hatten wir auch sehr viel Spaß, zum Beispiel in Niederlanden mit dem Velomobil. Zu guter Letzt, die Tour war nicht nur für unsere Kunden. Wir wollten etwas zurückgeben und haben 1 Euro pro gefahrenen Kilometer gespendet. In dem jeweiligen Land unterstützten wir Organisationen, welche sich zum Beispiel um Obdachlose kümmern, behinderte Menschen oder Kinder. Natürlich muss es nicht immer Geld sein. Zum Beispiel in Südkorea haben wir 1 Kilogramm Reis pro gefahrenen Kilometer gespendet und das an 3 Suppenküchen. Natürlich war ich nicht allein unterwegs. Ich hatte 2 großartige Kollegen und Freunde an meiner Seite, Nils und Sandor. Beide haben mir geholfen, Fotos zu schießen, die Videos zu machen und natürlich haben sie das Erlebnis einmalig gestaltet. So, also für uns war es ein Riesenabenteuer. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf Facebook oder checkt den Blog.